Geht's noch? So sollte keiner denken. Jeder, egal ob er Millionär. Wir haben kein Klopapier mehr. Wir waren ja zuerst im DM. Also wenn das so weitergeht, kommen wir in größeren Stall. Ich dachte, wir haben kleine Hasen, aber erstens dachten wir... Ihr bekommt jetzt einen Mischmasch-Haul, denn wir waren einmal im Aldi, im Action, im DM, im... Action. Action. Wo waren wir noch? Ah, was willst du, was soll ich zuallererst tun? Passt schon. Hol ihn einfach raus, kann den Karton zeigen. Du holst ihn einfach raus. Ich kann den Karton zeigen. Und im Aldi waren wir noch, so. Und beim Fressnapf. Und bei Fressnapf. Aha, Fressnapf. Mein Gott, wir haben eine Tour wieder durchgemacht, bis zum geht nicht mehr. Komm, gib mir das zuerst. Er gibt mir das einfach nicht zuerst. Er baut jetzt nämlich was zusammen, was wir für die Terrasse gekauft haben, aber er will es mir einfach nicht geben. Gib mir jetzt das her. Er braucht wieder 100 Jahre. Das haben wir gekauft. Bei Action. Wir haben noch mehr bei Action gekauft, aber das baut er jetzt gleich auf. Deswegen, er braucht schon die Anleitung und das restliche Zeug davon. Ein Schuhregal, also kann ich es euch dann auch gleich aufgebaut und auf der Terrasse zeigen, wenn er fertig ist. Für die Terrasse, ja. Hat gekostet, auf dem Schild steht 7,95, in der Kasse drüber gezogen 8,95. Also alles wird teurer und die Leute schaffen es einfach nicht mehr, das Personal schafft es nicht mehr zu stecken. Und das ist krass. Sie schaffen es nicht, die aktuellen Preise hinzumachen, weil die Zentrale schon gleich Baboom macht und höher und höher und höher. Selbst bei Action, also 1 Euro einfach mal mehr, weil sie es können, weil sie es müssen, weil die Energiekosten so teuer sind. Danke an den da oben, denn die Leute, wo es jetzt teurer machen müssen, die Läden, die können nichts dafür, gell? Sondern wir wissen, wer was dafür kann. Du. Nö, nicht ich. Doch, du. Die, wo sagen, ach, wir reden nicht drüber. So, und dann habe ich bei dir beim Aldi, machen wir weiter hier. Aber Amelie, wir wollen jetzt hier kein lautes Ding. Entweder schaust du beim Papa zu oder schaust du mir zu. Amelie, komm her, schau mal. Schau beim Papa zu. Genau. Ich habe einmal, wie du kürzt. Schaut mal, das Elsa-Puzzle war beim Aldi. Oh, Amelie, ich kippel. Ach, komm mal her. Der Papi wieder. Alles muss die Mutti machen. Was haben wir denn, die Mutti? Schon. Andere Richtung sieht schöner aus. Nee, auch nicht. Was ist mit deinen Haaren heute? Spaß. Puzzle hat nur noch 99 Cent gekostet. Voll cool. Habe ich der Luana mitgenommen, denn die ist doch so ein kleiner Elsa-Fan. Und anscheinend, das machen wir dann, das können wir jetzt zusammenkleben, dann können wir es irgendwo in ihrem Zimmer aufhängen oder in Bilderrahmen reinmachen. Denn das leuchtet in der Nacht. Ja, cool, gell? Scheiße. Was ist das? Das ist nicht scheiße, das ist schön. Nein, alles. Ach so. Ja, du meinst, das ist das Puzzle. Das kann man nämlich gleich puzzeln. Beim DM waren wir wegs, hat Bella so Fotos für die Schule gebraucht. Boah, ich sag's euch. Dieses Ende von diesem Schuljahr und allgemein Kindergarten, Schule. Und wenn du da Kinder hast, mehrere, dann bist du nonstop unterwegs. Wir hatten jetzt erst ein Kinderfest hier bei uns in der Umgebung. Jetzt haben wir Sommerfest, Kindergarten, Sommerfest, Schule. Also jede Menge zu tun. Gehst doch gucken, was der Papa macht. Nee? Schatz, sie macht... Also es wird hier bunt gemischt. Ich gebe dir das da gleich, okay? Der Papa hat sich wieder, ich weiß gar nicht, was die kosten bei Action mittlerweile. Papa hat sich wieder seine T-Shirts mitgenommen. 4,29 kosten die mittlerweile. Oh mein Gott, auch einen ganzen Euro sind die teurer geworden. Die haben nämlich sonst immer 3,29 gekostet. Ja, jetzt kosten sie 4,29. Jetzt versaust mir bitte jetzt nicht noch einmal anziehen. Hier bitte. 4,29. Boah, das ist so krass, Leute, das ist so krass. Es macht halt einfach langsam keinen Spaß mehr, ne? Also, nee. Dass das alles einfach teurer wird. So, ist halt so. Ich kann es nicht akzeptieren und ich werde es nie akzeptieren. Und ich werde nie sagen, ich kann es mir leisten. Mir ist scheißegal, ob es ihr euch nicht leisten könnt. Geht's noch? So sollte keiner denken. Jeder, egal ob er Millionär ist oder Mittelverdiener oder arm. Jeder sollte seinen Mund aufkriegen. Das ist doch nicht mehr normal. Ja. Und auch wenn du Millionär bist und Geld wie Heu hast, habe ich nicht, aber mein nur, auch dann solltest du was sagen. Aber ja, Solidarität ist ja nicht bei jedem gleich, ne? So, deswegen beschwere ich mich immer noch. 95 Cent für Vital Fit, 85 Cent war im Angebot, stimmt, 85 Cent für Vital Brot. Toast, 99 Cent, haben wir auch wieder gebraucht.
Dann hat mein Mann Lampoil gekauft. Lampoil von Action. Ich weiß gar nicht, was es kostet. 2,59. 49. Hast du kein Deutsch mehr? Lampoil, was ist das? Lampenöl. Lampenöl, da steht aber Lampoil. Lampenöl 2,49 ist wieder von Action. Also ich sag ja, bunt gemischt hier. Lampoil. Dann machen wir heute Abend selbstgemachten Döner. Naja, was heißt halt Döner? Wir haben noch so übliches Fladenbrot, das heute abläuft. Deswegen machen wir, braten wir das in der Pfanne an und tun dann halt noch so ein bisschen Tomaten, ein bisschen Salatblätter und sowas rein mit Kräuterquark und das einfach dann essen. So ist auf jeden Fall mal der Plan. 2,49 kostet das. Dino-Hörnchen, sonst habe ich immer ein Hörner mitgenommen, dachte ich mir, komm, jetzt nehme ich mal Dinos mit, dass die Luana ein bisschen Abwechslung hat. Die ist die ja meistens, die ist so eisverrückt. Die ist so eisverrückt, unsere Luana. Die kommt aus dem Kindergarten, Mama, kann ich ein Eis? Mama, kann ich ein Eis? Und dann kommt die Bella irgendwann von ihrer Freundin heim oder so. Dann sagt die, Mama, und dann isst die Bella noch ein Eis und dann will die Luana wieder ein Eis. Aber ach komm, sollen sie doch im Sommer. Das ist doch einfach Eiszeit. Zwei Bananenchen hat es pro Banane, nicht pro Banane, 99 Cent pro Kilo gekostet. Pro Banane, das wäre ein bisschen teuer. Erbsen und Möhrchen, die gibt es ja aktuell gar nicht mehr bei Kaufland, aber bei Aldi dafür. Für, wisst ihr Bescheid, für 1,49, wenn sie nicht die Preise schon erhöht. Das ist so schlimm, ich gucke ja eigentlich immer auf die, nee, kostet noch 1,49, weil Mais kostet ja schon 1,59, genau, Mais kostet schon 1,59, der Daraya-Pack. Ja, früher. Ich will nicht reden, aber früher hat man das halt mal für 1 Euro gekriegt. 1,09 Euro, 1,19 Euro und ja, jetzt mittlerweile 1,49 und Mais 1,59. Wie gesagt, Kaufland hat nur Erbsen, aber keine Erbsen und Möhrchen. Deswegen kam das mit Amelie. Wieso ist die Amelie immer bei mir? Weil du schon mal lernst, wie es geht. Der Papi hat hier noch solchen Speck, Schweinespeck mitgenommen. 3,79. Magst du Schweinespeck? Hier? Wow. Amelie, die Schweine, Finger weg. Hier bitte? Ja. Die haben bestimmt schon alle Ohrenschmerzen von der Amelie. Dürfen immer. Ja, so du ist es halt mit Kindern. Ja. Überlegt es euch gut, gell? Ach, jetzt. Und das nochmal was vom russischen Laden. 3,48. Ich weiß jetzt nicht, was war. Ich kann nicht russisch lesen. Der hier hinten steht. Der war 3,48. Ich habe sogar richtig gesagt. Nochmal so ein Speckzeug. Mein Mann isst das ganz gerne. Fettig. Mir ist es zu fettig. Wieso hast du nur zwei Stück? Zwei verschiedene sind das, gell? Das wollte. Weil du nicht weißt, welcher gut schmeckt. Wow, gib mir her. Ich zeige es euch später noch auf der Terrasse, aber so ist das schick aus. Also selbst für 8,95 kann man nichts sagen. Kannst du genau selber kaufen, nochmal oben drauf. Ja, so viele Schuhe brauchen wir nicht. Aber schon. So viele Schuhe brauchen wir nicht. Das sind genug Schuhe. Gartenschuhe. Zeig es euch dann später. Dann schaut es nämlich viel ordentlich. Ach komm, ich zeig's euch jetzt gleich. Was soll das? Was soll das? Geht ja gleich weiter, der Hall. Damit ihr mal seht, wie chaotisch bei uns das alles aussieht. So, das ist der aktuelle Stand. Ne? So sehen die Schuhe. Oh, es ist hell hier. So sind die Schuhe halt jetzt immer. So unsere Gartenschuhe total verteilt. Warum? Nee, ich finde das, glaube ich, dann hässlich, wenn es zu viel ist. Ich dachte, du machst jetzt die Schuhe da drauf. Nein, ich bin ein bisschen warm hier. Ah, ja, das, jetzt macht er erstmal die Terrassending da raus, weil er muss im Schatten die Schuhe dahin machen. Ja. Ich glaube, die Amelie isst den Speck gerade auf. Und das ist doch die perfekte Lösung. Schaut doch dann viel ordentlicher aus. Oder? Meint ihr nicht auch? Ja. Das sind noch unsere Stühle. Tisch habe ich heute auch bestellt. Kann ich euch ja gleich mal zeigen. Tisch habe ich auch bestellt. Der ist aber noch nicht da. Aber voll schön. Stühle habe ich immer noch keine weiteren bekommen. Ist gerade irgendwie nicht lieferbar. Lieferschwierigkeiten, aber wie alles halt. Da schaut so wenig an. Unten. Das passt doch perfekt. Schaut mal, wie schön das ausschaut. Ordentlicher wieder vor. Viel besser. Mega. Ja. So schnell kriegt man Ordnung hin. So, jetzt machen wir mal das weiter. Momo, weiter mit dem Haul. Geh? Hallo, du Maus. Hallo, wo ist Mama und Papa hin, gell? Wo? Hallo? Wo steht denn der Laus? So, weiter geht's. Seht ihr mich wieder? Voll hell da draußen gewesen. So, ein bisschen gewandert. Bei mir gibt's keine Schnittvideos, ihr wisst es. Lisa ist faul zum Schneiden. So. Weiter geht's. Kräuterquark, boah, das ist auch teuer geworden, gell? 75 Cent brauchen wir aber für heute Abend für. Jetzt bist du schon wieder da. Das ist mein Speck. Für was kaufst du Speck? Ich habe hier genug Speck. Du lässt mich nicht mal essen, soll ich abbeißen. Speck. Aua. Siehst du? Eis. Für mich Eis, weil das ist für die Kinder, Dino-Eis oder Einhorn-Eis, je nachdem, was man nimmt. Und ich wollte auch noch ein Eis, ich habe mich für das hier entschieden. Schaut voll lecker aus, oder?
1,99. Ja, was soll der Geiz, gell? 85 Cent, wenn das immer noch 85 Cent kostet. Ja, die kosten immer noch 85 Cent für diese Zahnbürsten. Weil die Amelie hat jetzt mittlerweile 8 Zähne. 8 Zähne und ist noch nicht mal ein Jahr alt. Krass, oder? 8 Zähne. Das ist der Fresse. Und Brad hat auch noch 8 Zähne. Dann hat mein Mann noch solche Oliven genommen mit Mandeln. Nein. Antipasti für 1,29 €. Eine Gurke für 69 Cent. Und ich habe ein paar Karotten. Ich glaube 1,29 hat da das Kilo gekostet. Karotten, ja. Die paar Karotten haben 24 Cent gekostet im Übrigen. Ja, einfach so ein paar mitgenommen. Du kleines Baby. Oh, jetzt habe ich auch noch kaputte mitgenommen, weil ich das liebe. Nimmt man schon so einzeln und dann kann man trotzdem nicht gescheit gucken. Dann ist es genau das gleiche hier. Auf dem Schild steht 2,49 €. Wir waren ja zuerst im DM, wir haben kein Klopapier mehr. Wir waren ja zuerst im DM und dann habe ich so geschaut. 3,99 €, 4,25 € für Klopapier. So, 10 oder 8 Rollen. Ich sag mal, die spinnen doch, ey. Früher habe ich so einen Pack für 2 € gekriegt. Ne, also das Doppelte einfach teurer. In der MDM kaufe ich keine, da gehe ich in Action. Hab mich voll gefreut, weil auf dem Schild stand 2,49 €. Tja, über die Kasse gezogen, 2,99 €. Aber trotzdem immer noch günstiger wie im DM. Aber trotzdem krass, oder? Einfach krass. Also ich weiß, man kann an die, zur Kassiererin sagen, hey, an deinem Schild steht 2,49 €, also bekomme ich das auch für 2,49 €. Aber wisst ihr, wie das bei Action abläuft? Dann ruft die einen aus, dann steht man da 10 Minuten, bis da jemand kommt. Dann sagt die, nee, das geht gar nicht. Dann sagst du, doch, das muss gehen, das ist gesetzlich so. Dann ist es ein Hin und Her und am Ende ruft sie dann noch was weiß ich wo an und du stehst eine halbe Stunde für das, dass du sagst, dass du 50 Cent, okay, bei mir wäre es heute schon 1,50 €, 1,50 € erst günstiger bekommen würdest. Das hat sich vielleicht schon wieder, wäre schon wieder ein Eis gewesen, ne? Aber wisst ihr, ich weiß, aber das ist halt auch anstrengend. Und ich meine, es ist halt wirklich so, die Leute kommen halt momentan einfach nicht hinterher mit dem Frackieren. Ja, was soll man da mehr sagen? Fressnapf, haben wir eine große Ecktoilette für die Hasen geholt. Das ist XXL-Variante, weil ich weiß nicht, was wir für Hasen haben, aber die sind bald so groß wie ich. Also ich weiß nicht, also wenn das so weitergeht, kommen wir in einen größeren Stall. Ich dachte, wir haben kleine Hasen, aber erstens dachten wir, es sind zwei Weibchen. Zweitens dachten wir, es sind zu kleine Hasen. Also ich weiß nicht, was die uns erzählt haben, aber das sind Riesenhasen. Das sind... Das kannst du bald immer hochheben. Die werden immer dicker und größer. Und kann man bald braten, zwei Jahre. Ja, ich glaube auch, das wird ein Weihnachtsbraten. Spaß. Also echt krass. Deswegen haben wir jetzt nochmal eine größere Toilette gebraucht. 8,19 € hat die gekostet. Ja, und die kleine, da habe ich jetzt immer noch, aber die sieht eh schon so verranzt aus. Diese Bisi ist so ganz, ganz, ganz heftig auf jeden Fall. Was hat da mein Mann noch mit ekligen Fisch? Ihr wisst, ich hasse Fisch. Was hat der gekostet? Dieser Fisch. Heringsfilet mit Rauch im Öl. So. Mit Rauch im Öl. 2,59 €. Da ist aber gar kein Öl mehr drin. Ist es dir aufgefallen? Das ist komplett voll mit Öl, du Dödel. Da nee, ist doch eine Luftblase. Wo? Ach, da, ja. Ich dachte mir gerade, es ist gar kein Öl drin. So, keine Ahnung. Und dann Grundnahrungsmittel. Ich habe es auf Instagram auch schon gerade gesagt. Könnt ihr mir auch gerne folgen. Dieser Schnapper ist da genauso wie hier. Grundnahrungsmittel von meinem Mann und von meiner Tochter Bella. Jumsuppen. Deswegen gab es einen 30er-Pack für 16,99 €. 30 Stück Jumsuppen. Wir haben schnell im Laden ausgerechnet. Eine Jumsuppe kostet 59 Cent dort. Und der 30er-Pack kostet 16,99 €. Also haben wir... ich glaube 60 Cent gespart, also eine gratis gekriegt. Aber mir haben auch schon viele auf Instagram, wo ich das gepostet habe, wo ich ja gezeigt habe, dass wir einen großen Pack kaufen, haben ganz viele mir geschrieben, Lisa, die gibt es im Internet günstiger. Ich habe schon mal 90 Stück gekauft für 20 Euro. Du musst nicht übertreiben. Schauen wir mal, wie das da läuft. Du hast schon gefühlt, wenn du noch kaufen sollst. Ja, ich habe gesagt, 30 Stück, bist du dir sicher? Dann habe ich noch geguckt, wo das... ja, auch mindestens haltbar bis zum 28.04.23. Ich weiß, es heißt nicht, ab dann bist du tot, wenn du das isst. Aber ja, Gammel war dem. Also, da hat man immer so ein komisches Gefühl. Ne, aber was soll bei den Nudeln schon passieren? Aber auf jeden Fall garantiert der Hersteller ja dann nicht mehr die volle Qualität, ne, nach diesem Datum. Aber es ist nicht tot ab, ne? Ich weiß, tödlich ab, so heißt es. Ich weiß. Ja, deswegen muss ich jetzt gleich mal online gucken, Yum-Yum-Suppen, ob es günstiger geht, wenn es die da leer sind. Ne? Nicht, dass ich da 90 Yum-Yum-Suppen daheim habe und sie keiner isst, aber beim nächsten Mal
frage ich natürlich das Internet zuerst. Was wäre ich nur ohne euch? Mit ihr macht mir auch so sparsam, ne? Weißt du, ihr gibt mir dann auch immer die besten Tipps. Und natürlich muss Lisa Schnäppchenjäger sich dann auch denken, ja, warum habe ich das nicht so gemacht? So, ihr Lieben, was haben wir ausgegeben? 1957 im Action. Also, was ist das? Die schmecken voll lecker. Echt jetzt? Mhm. Scharf, aber ich schmecken voll gut. Boah. Nee. Zeig doch mal, ich will die Kamera halten. Boah, die sind echt scharf. Mhm, aber gut. Ich habe gestern so eine geile Süßigkeitenbox gekriegt. Habe ich auf Instagram euch gezeigt. Hier hinten stehen die. Mhm. Süßigkeiten aus England. Naja, haben ja schon viele mitbekommen, dass ich voll die Naschkatze bin. Und manche Firmen schreiben dann halt einen an und fragen, vernascht die Weltbox heißt die übrigens, fragen dich, ob sie einfach mal eine Box zuschicken dürfen. Mit der Hoffnung natürlich, dass ich dafür Werbung mache. Halt. Mhm. Publicity für die, ne? Einfach nur erwähnen, so wie ich Aldi erwähnt, ist ja auch wieder Publicity. Unbezahlte Werbung natürlich, ne? Nicht, dass ich dann denke, dass ich Geld dafür kriege. Auch nicht für die Box, kriege ich kein Geld. Aber auf jeden Fall schmecken die voll geil. Ja. Voll. Haben die schon mal. Vor allem die zerschmelzen so geil. Voll, im Mund. Voll geil. Mhm. Ich habe die nur so eine kleine Packung, 16 Gramm reingelegt. Ja. Naja, ihr Lieben. Gut, deine Zähne. Achso, wir waren noch nicht fertig. Im Maximarkt habe ich ausgegeben. Nee, nicht ich ausgegeben. Im Maximarkt. Russische Laden zahlt immer mein Mann. Was hat er gesagt? Nix, mein. Warum zahlt. Wie hat er im Auto gesagt? Wie hast du im Auto gesagt? Wieso muss ich mal zahlen? Nur weil es meine russische Vorfahren sind, oder? Ja, genau. Das hat er im Auto gesagt. Warum muss ich eigentlich immer im russischen Laden zahlen? Nur weil es meine Vorfahren sind. Aber es ist wirklich immer so. Wenn wir im Maximarkt, russischen Laden, einkaufen, dann zahlt immer er, komischerweise. Immer. Ich weiß nicht, aber überall anders, Aldi, Kaufland, überall, weil wir haben ja, zahle ich, weil wir haben ja eigentlich ein gemeinsames Konto, aber im Maximarkt zahlt er das von seinem Taschengeldkonto. Jetzt habe ich es gesagt, ja, dass du ein Taschengeldkonto hast. Ansonsten fahren wir mit einem gemeinsamen Konto. Du sollst jetzt nicht putzen. Ja, weiter geht's. Aldi habe ich ausgegeben, 14,36 € und Fressnaps 8,19 €. Also bin ich schon wieder über den Fuffi los, oder? Ja, im russischen Laden hat ja mein Mann gezahlt. Boah, du hast 26,78 € gezahlt. Was sind das andere Verpackungen? Nein, du hast ja. Boah. Zeig, nee, da oben schmilzt es doch. Achso, du lässt den Karton dran, oder? Oh. Schau mal, zeig mal. Raus. So eine Pizza. So eine Pizza. Krank. Die denken, wir sind so ungesund. Hauptnahrungsmittel. Sorry. Oh, bist du nicht die Einzige? Hä? Kein Mensch zeigt sowas öffentlich. Wenn da jetzt gleich ein Gesundheitsapostel kommt. Bam, 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 bam. Aber ihr Lieben, ihr wisst, ich bin einfach so, wie ich bin. Keiner kann mich ändern. Keiner. Ihr Lieben, ich beende jetzt das Video und schneide es für euch zusammen. Über den Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Kauft die Dinger. Die gibt's nur in England. Egal, aber ich merke echt. Voll geil, ja. Das ist voll schade, gell? Musst du mal googeln, ob es die nicht auf Amazon oder so gibt, die schmecken. Die lösen sich auch noch so geil auf. Engländische Flips. Na, echt gut. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Pfiati!